Ey, du Geekfreaks-Typ. Sag mal, für wen machst du eigentlich diese bescheuerten Videos? Ja, für jeden, der sich freiwillig anschaut, Mann. Grafana! Bam! Unraid! Bam, bam, bam! Und ein normaler Mensch, der nicht so dumm ist wie ich, würde dann einfach sagen, ich gebe auf. Jemand, der nicht 2 Wochen Arbeit hineinstecken möchte, weil er einfach sagt, nein, ich mach das jetzt. Ja, ein normaler Mensch. Ne? Ihr wisst ja, immer wenn ich meinen Kaffee mache, lehnt euch zurück, schnallt euch an, macht's euch gemütlich. Es wird eine Reise werden. Ich habe mal wieder was gebastelt, beziehungsweise fangen wir von vorne an. Es war Weihnachten. Ho, ho, ho. Und meine Frau so zu mir so, hey Alex, ich hab da was für dich. Weihnachtsgeschenk. Und ich so, yeah, Weihnachtsgeschenk. Und ich hab ein Wetterstationsset bekommen. Ein geiles Wetterstationsset von NetAtmo. Ich wollte die ganze Zeit eine Wetterstation haben, Sachen überwachen, bla 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 bla. Und ich so, wow, wie geil, aber ist doch teuer, ist doch NetAtmo, ist mega teuer. Ja, hier für dich. Und ich so, oh, ich bin so gefreut. Und dann hab ich's ausgepackt und hab gemerkt, ja, ist cool. Hat aber ein paar Probleme. Also dieses Video dreht sich an alle, die Wetterstationen oder andere Messgeräte zu Hause haben und möchten es schön darstellen, einfach übersichtlich haben oder vielleicht sogar steuern und einen Trigger auslösen. Heute am Beispiel von NetAtmo. Ihr könnt es aber auch analogisch für alle anderen Geräte nehmen und wenn ihr Fragen habt, wie immer einfach im Discord stellen, dann wird euch geholfen. NetAtmo. Dieses tolle Starter-Kit hat mir so gefallen. Ich hab's ausgepackt und wow, 2 Geräte und ja, Koppeln war ein bisschen nervig und Batterien. Also wir haben in diesem Starter-Kit ein Batteriemodul für draußen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und ein Basismodul für innen drin CO2 messen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Cool, das ist schon mal für die Raumluft gar nicht so schlecht. Kohlenmonoxid geht nicht, das mache ich mit meinem Alexa-Weather-Dingsbums, das muss ich hier noch irgendwie einbinden, aber das ist was anderes. Dann hat mir die App aber gezeigt, hey, da fehlt doch was. Kein Wind. Ja, ist kein Windmesser? Nein, ist kein Windmesser dabei. Oh Mist, ist kein Regenmesser dabei. Was? Die musst du separat kaufen und kein zweites Innenraummodul, also nur ein Innenraum. Also nachgekauft, gleich mal 300-400 € rausgeschmissen, einfach nur, dass ich das Set komplett habe. Gekauft ein Windmesser plus Halterung, ein Regenmesser zum Hinstellen und ein Innenraumsensor fürs Kinderzimmer. Jetzt kann ich das Studio überwachen, das Kinderzimmer, draußen, drinnen und mein eigenes Datenauswertungspaket basteln. Meine Frau war aber nicht dumm. Die hat absichtlich NetAtmo genommen. Klar, da musst du ganz viel dazu kaufen und das ist übelst der Betrug und du hast ganz viele Packungen und alles kostet scheißen viel Geld, aber die API funktioniert wenigstens. Ihr könnt euch nämlich online einloggen und könnt die API-Daten auslesen und das ist das, was ich gemacht habe. Denn ich wollte das Ganze integrieren in Grafana. Bam, Unraid, bam, bam, bam. Ja, so einfach ist es dann doch nicht und es gab nichts im Netz dazu. Ich mich auf die Gesuche gemacht. Pass auf, ich würde gerne meine NetAtmo-Geräte einbinden in Grafana, dass ich sie schön übersichtlich angezeigt bekomme. Das wäre doch eine sexy Sache. Es gibt verschiedene Ansätze, nenne ich es mal. Skripte, NetAtmo to Influx, NetAtmo to Telegraph und von Influx und Telegraph könnte ich dann rübergehen und die Daten in Grafana auslesen. Oh, habe ich die Docker mal auf dem ersten Unraid installiert. Hab die Docker installiert, hab sie eingestellt, hatte zwar schon Influx und Telegraph, hab's dann auf dem zweiten Unraid installiert, hab die Daten versucht auszulesen, hab's eingebunden, müsst ihr eingeben die Device-ID, verschiedene Dinge, stehen alle in den GitHub-Repos. Die Daten waren ein einziges Mal ganz kurz da und dann habe ich nie wieder was von den Daten gesehen. Abgesehen davon, dass es von den Grafana-Dashboards nur 2 Stück gibt und diese 2 sind richtig blöd und funktionieren nicht, die Presets funktionieren, nichts funktioniert da eigentlich dran. Also an diesen Einstellungen aus diesen Dashboards ist nichts funktionabel, es gibt nichts anderes. Die GitHub-Dinger sind veraltet, seit über 2 Jahren funktionieren nicht mehr, weil die API-Calls geändert wurden und so weiter und so fort. Also brachgelegen und ein normaler Mensch, der nicht so dumm ist wie ich, würde dann einfach sagen, ich gebe auf. Es reicht, wenn ich über die App oder über das Web-Interface aufrufe, muss ich halt mein Handy in der Hand haben, um die Daten abzurufen, das ist gut. Ja, ein normaler Mensch. Ne? Jemand, der nicht 2 Wochen Arbeit hineinstecken möchte, weil er einfach sagt, nein, ich mach das jetzt. Es gibt es nicht, ich muss es tun. Hab mich wieder weiter auf die Suche gemacht nach einer besseren Lösung. Das, was ihr hinter mir seht, ist mein NetAtmo Grafana Display. Wow, schaut euch an. Hübsch und gibt ganz viele Daten an und zeigt euch ganz viele tolle Sachen. Aber dahin war es ein langer Weg.
Also wer sowas haben will, nachbauen will, ihr bekommt dieses Dashboard am Ende des Videos oder jetzt auch schon. Ihr könnt es einfach unten in der Videobeschreibung, habe ich es verlinkt, wie ihr es einbinden müsst, was ihr dazu braucht und wie es dahin gekommen ist und wie ihr das einstellen müsst, das erfahrt ihr jetzt hier. Was ihr braucht, einen Computer. Auf diesem Computer müsst ihr entweder Docker laufen lassen können, Docker beherrschen oder eben einfach nachbasteln oder ihr habt Unraid und müsst auch mit ein bisschen Docker umgehen können. Und dann braucht ihr natürlich Grafana. Grafana muss irgendwo laufen, dass ihr die Daten natürlich auch visualisiert bekommt. Wir brauchen einen Container. Wir müssen uns selber einen Container bauen. Ich habe das Repo auf GitHub gefunden. Und im Zuge dessen gehen wir mal kurz hier rüber an die Schnittstation. Wir gehen mal auf das Display hier. Einen NetAtmo-Container. Wie habe ich denn den gemacht? So, ihr erstellt einen Container. Das ist schon mal ganz wichtig. Dieser Container, den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Docker, Add Container. Selector Template könnt ihr leer lassen, wenn ihr wollt. Ich habe es leer gelassen. Und dann geht ihr hier rein, sagt einen Namen, NetAtmo Grafana. Dann gebt ihr hier das Repo ein. Das ist das Repo. Jetzt müsst ihr genauso eingeben. Und ab hier seid ihr fast fertig. Jetzt müsst ihr nur noch Variablen hinzufügen. Variablen. Und diese Variablen sind diese hier. Ihr braucht einmal NetAtmo Client-ID, NetAtmo Client-Secret, NetAtmo Username, Passwort, Device, Exporter-Adresse, Client-Username, Client-Passwort. Und natürlich die Ports 8080 freigeben und 9210. Woher bekommt ihr diese Client-ID und Client-Passwort? Ihr gebt einfach mal ein NetAtmo Client-ID und dann findet ihr den Authentication Dev App. Könnt auch einfach hier reingehen und könnt eine Apps anlegen. Ihr geht ins NetAtmo Connect hinein, dann klickt ihr Create. Dann könnt ihr eine App anlegen. Und sobald die App angelegt ist, habt ihr hier alle Daten, die ihr braucht. Die erscheinen dann hier drunter und die könnt ihr dann in euren Container als Variable eingeben. Das Repo dafür ist dieses hier. Ah, NetAtmo Exporter. Das ist es. Und da steht auch alles, was ihr braucht. Ihr könnt das Ganze auch auf ARM64 oder ARM laufen lassen, also auch auf einem Raspberry Pi. Und ihr braucht eigentlich nur diese Sachen als Variablen für den Container und müsst es eingeben. So, ah, was? Da steht noch was von Prometheus? Richtig. Wenn ihr das alles eingegeben habt in euren Container, hier ist euer Container, dann startet den Container noch nicht. Dann braucht ihr noch Prometheus. Wenn ihr Prometheus schon habt, gut, wenn nicht, installiert euch den Container auch. Entweder über Unraid oder als Docker. Ihr startet einfach diesen Container und in Unraid ist das Starten dieses Containers nicht so einfach. Ihr merkt schon, der Weg ist etwas länger, aber da kommen wir hin. Ihr braucht nicht viel. Ihr braucht für Prometheus nur im Ordner AppData Prometheus etc. eine Prometheus YAML. Und die hat nicht viel Inhalt. Das ist alles, was ihr braucht. Eigentlich nur das. Global Scrape Interval Doppelpunkt. Sagt dann, wie oft das Ganze aktualisiert wird. Ich habe alle 5 Sekunden. Und dann brauchst du unten noch einen Job. Job, NetAtmo, habe ich mir ausgedacht. Scrape Interval, bla bla bla, 90 Sekunden. Das langt eigentlich, weil schneller werden die Daten eh nicht abgegriffen. Aber ich kann ja mal auf 60 runtergehen. 60 sind ja okay. Alle 60 Sekunden aktualisieren. Dann sagst du Static Configs, Target, Target. Und das ist wichtig. Das ist eure Ziel-IP. Und das ist die IP, die ihr hier eintragt in den Prometheus YAML, die euer NetAtmo-Container haben wird. Deswegen habe ich hier unten Port 9210. Und hier drüben in der Prometheus gebe ich auch 9210 und die IP dazu ein, auf die dieses Ding hier laufen wird. Diesen zusammen. Das heißt, das gebe ich ein und dann starte ich schon mal Prometheus. Einfach nur starten. Gehst du hier rüber, startest Prometheus, dann läuft Prometheus, das sehen wir dann in den Logs. Aber ihr habt hier noch keinen Datentraffic, der läuft. Logisch. Jetzt gehen wir hier rüber und geben hier ein als NetAtmo Exporter Adresse. Wo ist der Exporter? Wir hören alle an, also 0.0.0.0. Doppelpunkt 9210. Und hier oben, NetAtmo Device ID, da müsst ihr eingeben die MAC-Adresse eures Gerätes, eurer Wetterstation. Das heißt, ihr braucht die Zugangsdaten und natürlich muss auf das Gerät zugegriffen werden, welches hier zum Beispiel hier steht. Das ist die Base Station von NetAtmo. Und mit dieser Base Station von NetAtmo kann man das ganz einfach und schön machen. Ja. Und die ist dann im Netzwerk, die holt ihr euch die MAC-Adresse per Wi-Fi. Und wenn ihr das gemacht habt und habt sie euch per Wi-Fi geholt, dann geht's weiter. Dann könnt ihr diesen Container starten. Klickt ihr auf Done, Apply starten und dann startet dieser Container. Dann sind wir glücklich und in den Logs sieht das Ganze dann so aus.
cool. Jetzt haben wir unseren eigenen Container in Unreal gebaut. Das ist schon mal das Erste. Respekt an euch, Kudos an euch. Ihr habt euren eigenen Unreal-Container gebaut und der läuft. Ha! Jetzt seid ihr mit der Hälfte durch. Geht's weiter. Jetzt gehen wir hier rüber. Prometheus. Um Prometheus aufzumachen, könnt ihr natürlich hier drauf gehen, Web-UI. Und dann kommt ihr zu Prometheus. Und dann sieht es komisch aus. Dann klickt ihr auf Status, Targets. Und dann schaut ihr, ob Netatmo ab ist. Und bei mir ist Netatmo ab. So einfach ist es, weil jetzt hat sich das Ding mit Netatmo verbunden und macht sich selber glücklich. Cool, also wir wissen, Prometheus kriegt schon mal die Daten. Und jetzt müssen wir Prometheus nur sagen, Grafana. Öffnen Grafana, gehen auf Data Sources und legen eine Data Source an. Hier oben zum Beispiel gibst du ein Add Source, Prometheus kannst du draufklicken, fertig. Meine sieht dann so aus, Prometheus. Prometheus hat immer den Port out of the box 9090. Das heißt, ihr gebt dann die IP von Prometheus ein mit 9090. Sagt hier unten, get, scrape interval habe ich alle 60 Sekunden, save und test. Und wenn das war schon alles. Ihr müsst keine Benutzerdaten, nichts angeben. Ihr seid ja im Heimnetz, da brauchen wir auch keine Super Security. Das reicht und fertig. Save und dann ist das durch. Data Source is working. Wenn ihr jetzt dieses Dashboard haben wollt, recht leicht, ihr geht auf Grafana, Netatmo, und zwar richtig geschrieben, nicht immer mit Doppel-A, und dann findet ihr auf einmal TGF Netatmo. Und dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr mein Dashboard. Wow, so wie es eben ist. Und es ist schön so. Und da könnt ihr dann draufklicken. Was ihr braucht in Grafana, um das Ganze betreiben zu können. Grafana mindestens in der 7.5, Bargorge, Boom Theme, Clock, Graph, Graph, Prometheus, Separator und Stat. Diese Plugins müsst ihr installiert haben. Als Data Source Prometheus und Collector ist was anderes. So, um das umzusetzen, um die Plugins zu installieren, geht ihr einfach hier auf Grafana, Plugins, und dann könnt ihr sie hier herunterladen. Ne, sucht ihr euch hier aus, Data Sources, Panels, Apps, Panels, und dann könnt ihr euch hier diese Plugins herunterladen. Und wie sie runtergeladen werden, seht ihr hier. HTML Graphics habe ich noch nicht installiert. Cool. Das ist das Plugin. Und immer bei so einem Plugin gibt es einen Installationstab. Dann geht ihr hier hin, kopiert euch diese Zeile. Diese Zeile, mehr ist es nicht. Geh rüber, Grafana, Konsole, Rechtsklick, einfügen, fertig. Installiert, Grafana einmal neu starten, Plugin ist da. It's that easy. Und dann habt ihr alles vorbereitet, dann könnt ihr hier einfach diese Zahl kopieren. Mehr braucht ihr nicht, diese Zahl. Dann geht ihr in Grafana hinein, sagt Home, Manage, Import, gebt diese UID ein, diese Zahl, klickt auf Load und schon habt ihr es. Ich müsste jetzt den Namen ändern, wähle meine Quelle aus, Import und dann kommt es automatisch. Es kann aber sein, dass wenn ihr dann hier seid, dass dann die Sachen leer sind und nicht so schön angezeigt werden wie hier. Es kann sein, dass die leer sind. Was macht ihr dann, wenn die leer sind? Naja, ihr solltet dann auf jeden Fall erstmal hineingehen in die Einstellung. Also diese Sachen sollten hier angezeigt sein, sonst sind eure Sources falsch. Also welche Geräte im Haus sind, WLAN, das sollte, ob's online ist, sowas sollte, Batteriestatus, das sollte automatisch angezeigt werden. Kann ein bisschen zur Initialisierung dauern, aber sollte angezeigt werden. Wenn das nicht der Fall ist, geht ihr hier rein, ich nehme jetzt mal irgendeinen Wert, einen Graphen, zum Beispiel diesen hier, Luftdruck. Ihr könnt ja auch editieren und so, wie ihr wollt. Und Fox würde mich natürlich sehr freuen. Editieren und dann seht ihr schon, aha, hier sind Parameter eingetragen von mir. Das hier, das ist gleich noch wichtig. Das heißt, ihr müsst auch mal ein kleines bisschen in die Edit gehen hier und müsst diese Felder editieren. Da seht ihr dann Value Mappings und Overrides von mir. Ich habe ihnen Namen gegeben, aber die Sensordaten sollten da sein. Und wo habe ich sie denn her? Aus Prometheus. Es kann schon ganz schön schwer sein, ein Grafana Dashboard zu bauen. Aber ich zeige euch jetzt, wie es leicht geht. Ihr braucht nämlich nicht mehr als Prometheus. Ihr könnt hier auf Graph. Und ihr gebt ein Netatmo und schon findet ihr alle Befehle. Ihr findet alles, was von Netatmo gesendet wird an Prometheus. Alles ist hier. Net, ob es ab ist, Windstärke, CO2, was auch immer. Und um zu testen, ob das funktioniert, könnt ihr auch einfach hier draufklicken. Ich sage jetzt mal die Noise in dB. Ich rede ja hier ziemlich laut. Und dann sagt ihr einfach Execute und geht auf den Graph. Und dann seht ihr den Graph schon. Der ist zwar nicht so hübsch wie ein Grafana, aber ihr seht ihn schon. Ihr könnt ihn euch direkt in Prometheus anzeigen lassen. Was ich halt immer sehr geil finde, einfach zum Testen, ob es funktioniert. Random Amount of Millimeter, gib mir den. Aha. Und dann wisst ihr, dass das Ganze funktioniert.
Und da könnt ihr natürlich noch mehr machen. Ihr könnt die Sachen ändern, Tabellen eintragen, Paneele. Das könntet ihr alles in Prometheus machen, müsst ihr aber nicht. Und so könnt ihr euch Stück für Stück dieses Board zusammenbauen. Was kann denn das Board? Das kann eine ganze Menge. Also eigentlich alles, was die Netatmo App auch kann. Für den Fall, dass ihr es nicht wisst, die Netatmo App ist auch sehr hübsch. Die Netatmo App sieht zum Beispiel so aus. Da seht ihr die Windstärke, das Ganze als Graphen, als Scrollbahnsgraphen, aber es ist halt nicht so schön. Man kann da nicht so viel verändern. Und man kriegt vor allem keine Customizations, die ich gemacht habe. Was habe ich für euch gemacht? Ihr habt hier die Uhrzeit, ob die Geräte online sind. Also die Base Station. Stärke, das Signal, weil die kleinen Einzeldinger, Regenmeter, Rainmeter, Windmeter und so weiter, sind alle mit RF verbunden, nicht mit Wi-Fi, mit der Base Station. Habe ich überall verteilt im Haus. Batteriestatus der einzelnen Geräte, ob das WLAN-Signal der Base Station gut ist. Gut. Die Luftfeuchtigkeit aller Geräte, hier zum Beispiel Kinderzimmer, draußen und im Studio. Daneben Regen und Wind. Wie schnell ist denn der Wind gerade oder wie war er über die Zeit? Und regnet es. Und das ist was Wichtiges. Ich habe mir in diesem Dashboard extrem viel Mühe gegeben. Ihr könnt nämlich das einfach so übernehmen oder ändern. Ich habe aber alles einzeln eingegeben. Wie viele Millimeter, was sind Starkregen, wann ist Nieseln nach genormten Werten. Und habe das versucht, so schön wie möglich zu machen. Dann siehst du hier Starkregen, wenig Regen. Genau das Gleiche bei der Windrichtung. Ich habe alle Windrichtungen eingegeben und eingefügt. Das war ein kleines bisschen nervig. Und dann hat natürlich die Windgeschwindigkeit. Wie schnell ist der Wind denn gerade eben? Und aus welcher Richtung kommt er, klar. Der Luftdruck. Wie sieht es mit dem Luftdruck aus über die Zeit? Hier werde ich dann noch irgendwann ein neues Feld in der 2.0 einbauen, dass der Luftdruck auch eine wichtige, richtige Aussage trifft. Hoffe ich jedenfalls. Dann die Temperatur aller Geräte übereinander gelegt, falls man Korrelationen sich anschauen will und wie die Temperatur gerade ist. Dann die aktuelle Temperatur aller Geräte einmal in Fett. Kinderzimmer, Außenstudio. Und hier drüben natürlich noch ein bisschen was mehr. Hier drüben haben wir zum Beispiel die Lautstärke im Studio. Ich rede gerade, deshalb ist die Lautstärke ein kleines bisschen krasserer. Wie viel Luftdruck im Studio herrscht, wie viel Dezibel als ganze Zahl. Und das war mir wichtig, der CO2-Verlauf. Das habe ich für meinen Sohn eingepflegt, denn ich muss kontrollieren, ob mein Sohn in seinem Zimmer genug Luft bekommt, wenn er schläft. Hier hatten wir es zum Beispiel gestern Nacht. Da ist das CO2 angestiegen, das war ins Bett geht Zeit, ins Bett bringt Zeit und dann wupp, sind wir über die Schwelle der 1000 und das sollte man nie, man sollte da immer lüften, sind wir über die Schwelle der 1000 gekommen und ihr seht aber auch genau an welchem Punkt er ins Elternschlafzimmer wieder wollte. Wupp. Das ist eigentlich ganz witzig. Das hier ist das Studio, ich drehe gerade, ihr seht, mein CO2-Wert geht hoch, aber nicht bedenklich. Im Kinderzimmer hat er ein wenig gespielt, das sieht man daran auch, also ihr könnt auch richtige Daten abgreifen und könnt das dann auch zum Beispiel so machen, ohne Bewegungsmesser, einfach nur durch CO2. Person im Studio könnte man dann hinschreiben. Hier habe ich dann eingegeben, wie die Luft ist, mit verschiedenen Schwellwerten für Studio und die anderen Dinge. Bald lüften, jetzt lüften, Lebensgefahr, bla bla bla, alles eingetragen. Und die aktuellen Parts per Million. Das heißt, wer sich nicht auskennt und nicht weiß, was Parts per Million heißen, hier habe ich dann ganz fett stehen, das ist gut, das ist schlecht, hier solltest du lüften, hier nicht. Praktisch. Was mir noch fehlt, ist ein Kohlenmonoxidmesser. Den habe ich hier. Von Alexa, aber da gibt es noch keine Schnittstelle, weil er so neu ist und ich versuche den einzubinden. Das ist noch nicht so fertig, aber da hoffe ich, dass wir da hinkommen. Natürlich habe ich auch noch was ganz anderes Cooles und zwar Farben, Themes. Die sind noch nicht ganz fertig. Ne, wir haben jetzt hier das Night Theme, das ist cool, das habe ich fertig gemacht. Wir haben noch das Theme 6, das ist ein bisschen dezent. Wir haben das Theme 7, das fahre ich immer, das sieht ganz gut aus. Das haben wir uns alles geholt von Theme.Park, das heißt, das habe ich fertig gemacht. Deshalb ist unten noch dieses Panel, wo man durchschalten kann. Und dann kannst du hier runterscrollen und dann kannst du hier dein Custom CSS eingeben. Und ich habe die von Theme.Park ein bisschen geändert. Wer das auch haben will, kann das ganz einfach selber verändern mit CSS. Super leicht im Code. Also das ist jetzt das Einbinden in Grafana. Und warum habe ich das gemacht? Wenn ihr das euch so anseht, ich kann natürlich jetzt jederzeit schauen, ob mein Sohn gut schläft, CO2, ob er da die richtige Temperatur hat, ob die Luftfeuchtigkeit in Ordnung ist, ob es angenehm ist, ob es draußen windig ist, sollten wir uns was anziehen. Und das kann ich als Dashboard hinwerfen und kann genau sehen, ob ich eine Handlungsempfehlung machen muss, wie zum Beispiel Temperatur erhöhen, Heizung aufdrehen oder. Und ich muss nicht mal in der Nähe des Raumes sein, sondern kann einfach gucken, ob es der Familie gut geht. Das finde ich schön. Weitere Dinge sind natürlich Analysedaten. Wie sieht es mit Schlafverhalten aus? Wird das Schlafverhalten beeinflusst durch irgendwelche dieser Werte über die Zeit und so weiter und so fort? Wie kann man was optimieren? Wie kann man sich noch wohler fühlen? Das ist mein Ziel. Und da versuche ich dann ein bisschen was zu machen. Und wenn es euch interessiert, kriegt ihr davon auch ein Update.
Und so einfach kann es dann gehen, ne? Also damit könnt ihr euch, eurer Familie und allen eine Riesenfreude machen, Gesundheit überwachen, was auch immer. Natürlich wie immer kostenlos von mir für euch. Dies ist der Sport, denn es gab es nicht. Es gab nichts dazu, also muss man es mal wieder selber machen. Ich arme Wurst, ne? Aber vielleicht habe ich euch eine Freude gemacht. Und ich hoffe, ihr habt noch 1 Million Fragen. Ihr werdet 1 Million Fragen haben. Dann stellt sie doch bitte im Discord. Link in der Videobeschreibung. Da wird euch geholfen und alles erklärt. Denn ihr könnt einfach zu jeder Frage, die ihr habt, ein Ticket erstellen. Und die Community wird auf jeden Fall drauf eingehen. Wir haben über 3000 Leute da. Da wird sich jemand um euch kümmern. Gebt dem Ganzen ein bisschen Geduld. Und wir erschaffen eine größere, bessere Community. Und dann kriegt ihr auch eure Antworten. Falls denn noch was offen ist. Wie funktioniert Grafana, Prometheus und so weiter. Bei den besten Fragen werde ich natürlich, also bei den häufigst gestellten Fragen, werde ich natürlich nochmal Videos nachreichen. Ist ja alles sehr umfangreich, da raucht einem schon mal die Birne. Wenn ich zu schnell geredet habe, tut's mir leid. Aber ihr könnt was Tolles machen. Ihr könnt YouTube auf die halbe Geschwindigkeit stellen. Oder auf die doppelte, falls ich zu langsam war. Es gibt solche Freaks da draußen. Man kann es nie allen Leuten recht machen. Damit könnt ihr eure Familie beeindrucken, eure Freunde. Ihr könnt es selber basteln. Ihr könnt euer Haus überwachen, eure Firma. Ihr könnt einfach sagen, ihr habt es selber gemacht. Oder ihr sagt einfach, boah, ist schön anzugucken, das Video, aber den Aufwand mache ich mir nicht. Wobei, es ist fast kein Aufwand mehr, weil es ist ja alles fertig. Ihr müsst es noch zusammenschustern, also keine Ausrede mehr. Wenn euch das Video nicht gefällt, ist kein Problem, Daumen runter. Egal, ob man sieht oder nicht, ich sehe ihn und weiß dann, dass es schlecht war. Mal wieder. Und bin jetzt ziemlich platt nach dieser Sache. Aber bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, viel Freude beim Nachbasteln oder auch nicht. Und raus aus diesem Video, rein ins nächste Video. Wir sehen uns.